Herzlich willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich heute recht herzlich unseren Patienten Herrn Wedel und den behandelnden leitenden Oberarzt Herrn Dr. Gocht. Guten Tag zusammen. Ja, guten Tag. Guten Tag, hallo. Herr Wedel, jetzt ist es so, dass Sie uns zum ersten Mal kennenlernten vor circa einem Jahr. Mögen Sie uns mal kurz erzählen, was an diesem 28.06.2020 passiert ist? Woran können Sie sich erinnern? Wie haben Sie uns kennengelernt? Ja, also erinnern kann ich mich eigentlich an gar nichts. Ich war im Garten und habe da rumgefummelt da und dann sagt meine Frau, mit mal lag ich auf der Terrasse und von da an, weiß ich nichts mehr. Ne? Und hat sich irgendetwas angekündigt oder war das ein ganz normaler Tag im Garten vorher? Nee, da hat sich nichts angekündigt. Ich war da ich weiß nicht genau, was habe ich, Unkraut gejedet oder irgend sowas und dann bin ich umgefallen. Und vorher gesund gewesen oder hatten Sie Erkrankungen am Herzen? War da was bekannt? Nein, da ist nichts bekannt gewesen. Also aus plötzlichem heiterem Himmel? Ja, ohne dass ich irgendwas gemerkt habe. Oha. Und wie hat Ihre Frau reagiert? Ja, sie hat, zum Glück waren meine Nachbarn oder unsere Nachbarn zu Hause. Und sie konnte mit mir ja nichts anfangen, aber der Nachbar, der war wohl gut geschult, so in Erste Hilfe, und ist dann rübergekommen und hat dann diese Herzmassage da gemacht. So lange, bis der Notarzt da war. Ja, ist ja beeindruckend. Ja. Das heißt, Sie sind im Grunde genommen kurz tot gewesen und Ihr Nachbar hat Ihr Leben gerettet. Genau, ja. Das ist ja großartig. Also das ist ja wirklich beeindruckend. Und Sie haben Ihren Nachbarn jetzt wahrscheinlich jeden Sommer zum Grillen eingeladen, oder wie ist das? Ja. Ja, Mensch, das freut mich ja sehr. Medizinisch nennen wir das den plötzlichen Herztod und für den gibt es ganz, ganz viele Ursachen. Jetzt ist es so, dass ich einmal an Herrn Dr. Gocht übergebe, das ist unser Experte für dieses Thema. Herr Gocht, wie ist das, wenn ein Patient wie Herr Wedel unter Wiederbelebung, Reanimation nennen wir das, in so eine Klinik wie das Asklepios Klinikum Nord kommt. Ist das erschreckend? Ist das neu? Ist das standardisiert? Wie gehen Sie mit Herrn Wedel um bei so einem Fall? Ja, also bei so einem Fall, wie er aufgetreten ist, bei diesem plötzlichen Herztod, ist eben eine Verzahnung von verschiedenen Bereichen sehr wichtig. Ne? Das fängt natürlich an durch den Nachbarn, der schon mit den Wiederbelebungsmaßnahmen angefangen hat. Dann von dem Rettungsdienst oder dem Notarzt, die eben diese Wiederbelebungsmaßnahmen weitergeführt haben und nach einigen Minuten dann auch bei Herrn Wedel ja auch einen Kreislauf herstellen konnten. Und dann kommen im Grunde genommen wir als, sag ich mal, nächste Station ins Spiel. Das ist eben wichtig, dass solche Patienten mit so einem Kreislaufstillstand ja im Grunde genommen in ein Zentrum transportiert werden. Da gibt es sogenannte Cardiac Arrest Zentrum, also wirklich Zentren, die auf einen plötzlichen Herztod spezialisiert sind. Da gehören wir dazu und es war eben so, dass der Rettungsdienst dann eben gezielt diese Zentren anfährt und die Patienten ankündigt als einen Patienten mit einem plötzlichen Herztod. Bei Herrn Wedel war es auch so, dass er schon der Notarzt die Diagnose gestellt hatte, dass ein akuter Herzinfarkt vorliegt. Auch das ist uns im Vorfeld mitgeteilt worden und wir sind dann eben so gut darauf vorbereitet, dass die Notaufnahme sich vorbereiten kann auf einen Patienten, der dort kommt, als aber auch in diesem Fall, wo eben auch ein Herzinfarkt vorlag, auch unsere kardiologische Abteilung, das Herzkatheterlabor und im Folgenden dann auch die Intensivstation, wo die Weiterversorgung des Patienten erfolgt. Und was ist die Ursache von so einem Herzinfarkt jetzt zum Beispiel bei Herrn Wedel gewesen? So ist dann da irgendwie eine Ader zugegangen oder
Was ist die Ursache? Genau, also die Grundursache ist eine sogenannte koronare Gefäßerkrankung. Also das sind im Grunde genommen Verfettungen oder Ablagerungen von Fett in den Herzkranzarterien, die dann beim Herzinfarkt zu einer schwergradigen Flusseinschränkung oder sogar zu einem Verschluss, und so war es bei Herrn Wedel auch, eben geführt haben. Und das kann man gut, zumindest die schweren Herzinfarkte, in einem EKG diagnostizieren, so wie es erfolgt ist. Und dann ist es eben wichtig, da spielt wieder die Verzahnung eine Rolle, dass man diese verschlossene Herzkranzarterie schnell wieder eröffnet, was wir bei uns dann im Herzkatheterlabor vornehmen. Herr Wedel ist dazu direkt im Grunde genommen über die Notaufnahme in das Herzkatheterlabor gebracht worden. Und da konnten wir eben sehr zügig, weil wir vorbereitet waren, die Herzkranzarterie darstellen, die rechte Herzkranzarterie, und diese eben mit einem Ballon, da dehnt man die Arterie dann wieder auf, und folgendem ein Stent, da setzt man eine kleine Metallstütze auf, so konnten wir das Gefäß dann eben wieder öffnen und im Grunde genommen seinen Zustand dann stabilisieren. Das war ja jetzt wochentags am helllichten Tag. Ist das, ich weiß nicht, wir machen ja sehr viele Dienste, und wie ist das samstags nachts um 3? Ist immer gleich alles? Sind die infrastrukturellen Voraussetzungen in dem Cardiac Arrest Center Heidberg immer gleich? Ja, also wir sind, sage ich mal, 7 Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar, das ganze Jahr über. Es gibt immer einen Kardiologen, der zügig vor Ort ist. Es gibt ein Herzkatheterteam, was zügig vor Ort ist. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, diese Patienten, die jetzt ja nicht nur Herzinfarkte sind, sondern alle möglichen überlebten plötzlichen Herztode im Grunde genommen zu jeder Tag- und Nachtzeit gleich zu versorgen. Ja. Das ist beeindruckend. Am meisten beeindruckte mich, Herr Wedel, in der Tat, dass Sie gar keine vorherigen Symptome hatten. Und wie aus heiterem Himmel traf Sie der Schlag. Das ist ja, ist es so, dass Sie haben ja danach noch einen Stent in eine andere Ader bekommen und sind dann in die Reha gegangen. Hat Sie das zum Nachdenken gebracht, oder sind Sie entspannt und haben Gottvertrauen, dass sowas nicht nochmal vorkommt? Nein, ja, ich bin entspannt. Also ich fühle mich auch, ich sag mal, genau wie vorher. Ich habe überhaupt keine Nachteile, kann weiter meine Arbeiten machen, dass man als Rentner so arbeitet. Nee, also überhaupt keine Probleme. Also was beeindruckend ist, ist ja, dass tatsächlich diese Herz-Lungen-Wiederbelebung, die hat ja bei Ihnen mehr als eine Viertelstunde notwendig, die war ja mehr als eine Viertelstunde notwendig, dass Sie überhaupt gar keine Schädigung an den Organen, wie zum Beispiel auch das Gehirn, mit sich getragen haben. Also das ist wirklich eine sehr schöne Patientengeschichte, die uns allen Mut macht, nachts aufzustehen, Patienten zu helfen oder auch auf Intensivstationen beatmete Patienten dabei dann zu beobachten, wie sie langsam aufwachen und wieder ins Leben kommen. Sie haben ja eine sogenannte Kühlung, also so eine Narkose bekommen, ein sogenanntes künstliches Koma, wo auch die Körpertemperatur runtergefahren worden ist. Was war denn das Letzte, woran Sie sich erinnern können auf der Intensivstation? Auf der Intensivstation kann ich mich eigentlich nur daran erinnern, dass meine Frau da war und immer zu mir gesagt habe, ich soll sie mal angucken. Also eigentlich habe ich gar nichts gemerkt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber das ist eine schöne Erinnerung, wenn Sie an Ihre Frau gedacht haben. Das macht uns doch Mut. Ja. Und Sie sind jetzt aber sozusagen komplett wiederhergestellt. Ich hatte im Vorgespräch gehört, Sie gucken Herrn Zverev beim Tennisspielen zu und arbeiten wieder im Garten. Ist das sozusagen wieder Ihr Alltag wie zuvor? Ja. Also feiern Sie jetzt immer am 28. Juni Geburtstag? Ach, der ist so an mir vorbeigegangen, glaube ich. Ja, das ist wirklich erfreulich und macht uns allen Mut. Also auch im Namen des gesamten Herzteams in Heidberg möchten wir uns sehr herzlich bedanken bei Ihnen für dieses schöne Interview und auch für das Teilen Ihrer Erfahrungen mit der Asklepios Klinik Nord. Und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, Ihnen, Ihrem Nachbarn, Ihrer Frau, und freuen uns wirklich sehr,
über Ihre Genesung und wünschen Ihnen alles, alles Gute, Herr Wedel. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank auch an unseren Experten, Herrn Dr. Goff. Ja, und, auch vielen Dank. Ja. Wir sehr danken gerne. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf weitere Patienten, die wir hier behandeln können, dass wir Ihnen von Ihnen erzählen können. Also, machen Sie es gut. Tschüss zusammen. Ja, vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss.